Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Im heutigen Webinar zu der Schlüssel für Konformitätsvermutung, harmonisierte Normen unter der neuen LVB, werden Sie alles über die Änderungen im Prozess zur Harmonisierung der Norm unter der LVB erfahren. Beispielsweise, was ist ein Normenauftrag? Was sind die New Approach Consultants? Was ist ein Anhang ZZ und wer erstellt ihn? Das Webinar wird circa eine Dreiviertelstunde dauern, je nachdem, wie viele Fragen Sie stellen. Die Präsentation besteht insgesamt aus 23 Folien. Zu dem Webinar begrüße ich den heutigen Referent. Das ist der Herr Kevin Benisch. Der Herr Benisch arbeitet bei der DKE seit 2010 in der Abteilung Internationale Zusammenarbeit als deutscher Delegierter für die CENELEC-BT. Mein Name ist Nadine Petermann. Ich arbeite ebenfalls in der Abteilung Internationale Zusammenarbeit im Bereich CENELEC. Meine Rolle heute ist, dass ich Ihre Moderatorin bin und Sie durch das Webinar führe. So, bevor ich an Kevin übergebe und er mit dem Vortrag loslegt, noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das wünschen wir uns sogar von Ihnen, wenn Sie aktiv an dem Webinar teilnehmen. Dazu nutzen Sie bitte unsere Fragen- und Antwortefunktion rechts in Ihrem Bildschirm. Hier können Sie Fragen direkt an uns richten. Wir werden die Fragen entweder unmittelbar beantworten oder ich stelle die Fragen dann für Sie direkt an Kevin. Das hängt natürlich je nachdem von der Art der Frage ab. Wir versuchen natürlich in jedem Fall auch alle Ihre Fragen heute zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Das wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten teilzunehmen. Denn wir möchten ja auch in Zukunft Mehrwert bieten und die Webinare optimieren. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir im Anschluss das Webinar die Aufzeichnungen zur Verfügung stellen. Das heißt, sollten Sie zum Beispiel die Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, so können wir das hinterher natürlich nochmal einsehen. So, damit übergebe ich jetzt an Kevin. Ja, vielen Dank, Nadine. Die Themen, die ich heute ganz gerne vorstellen möchte, sind unter anderem generell, wie funktioniert der Ablauf einer harmonisierten Norm, dann wie funktioniert der Normungsauftrag, dann allgemein über den New Approach Consultant und die Abläufe in den Normungsprozessen und abschließend natürlich im Detail zum Anhang ZZ. Als Beispiel, woran wir das gerne auch spiegeln wollen, dieses gesamte Thema, ist die neue Niederspannungsrichtlinie, die ja jetzt im April komplett aktiv ist. Es gab ja diese Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Niederspannungsrichtlinie und jetzt im April wird letzten Endes die neue Niederspannungsrichtlinie gültig. Ja, die wesentlichen Änderungen der Niederspannungsrichtlinie ist, dass dieser jetzt an den neuen Rechtsrahmen NLF oder auch früher geläufig New Approach angepasst worden ist. Das heißt, die Prinzipien sind eigentlich so wie in dem europäischen Rechtsrahmen jetzt alle gleich. Welche Besonderheiten gibt es generell technisch in der Niederspannungsrichtlinie? Im Prinzip, die Spannungsgrenzen sind ja gleich geblieben. Es gibt eine erweiterte Definition, das heißt, früher ging es ja um die Sicherheit von Personen, jetzt ist natürlich die Gesundheit und Sicherheit von Personen hiermit berücksichtigt. Kleines Beispiel vielleicht dafür, also zum Beispiel, wenn Sie ein Kabel haben und dieses
PVC würde diffundieren, dass natürlich sichergestellt wird, dass diese Diffusionsdämpfe dann keine gesundheitlichen Schäden verursachen. Das ist in dieser Definition mit gemeint. Dann Anforderungen sind in der Niederspannungsrichtlinie in den sogenannten Anhang 1 oder Annex 1 beschrieben. Diese 10 Anforderungen, Schutzziele sind sehr stark interpretierbar und dafür wurde speziell seitens CENELEC ein Guide 32 entwickelt. Was dieser Guide beinhaltet und wie man ihn nutzen kann, werde ich im Laufe des Seminars, des Webinars Ihnen auch noch näher vorstellen. Ja, wichtige Information natürlich, dass ich sage mal, kundenspezifische Entwicklungen für den Forschungs- und Entwicklungsbereich sind natürlich hier ausgenommen. Das heißt, wenn Sie Prototypen machen von elektrischen Geräten, dann fallen die natürlich dort in dem Sinne noch nicht unter die Niederspannungsrichtlinie. Ja, und eigentlich der große und wesentliche Unterschied zu der alten Niederspannungsrichtlinie ist, dass für Normen, die unter der Niederspannungsrichtlinie gelistet werden, es zukünftig einen Anhang ZZ erforderlich ist. Und genau diesen Zusammenhang wollen wir Ihnen jetzt näher erklären. Im Prinzip, was war das Verfahren unter der alten Niederspannungsrichtlinie? Dort war es immer so, die Niederspannungsrichtlinie ist ja eine der ältesten Richtlinien, ist ja seit Beginn der 70er Jahren bereits in Europa gültig gewesen. Und hier war es immer so, dass diese Richtlinie ein Generalmandat hatte, das heißt jegliche Normen, die hier in diesem Bereich gemacht wurden, konnten unter der Niederspannungsrichtlinie gelistet werden. Es war so, dass diese Harmonisierung allein damit zustande kam, dass diese Norm ratifiziert wurde und letzten Endes durch die nationale Ankündigung in einem Mitgliedsland damit für die Unternehmen dann verwendet werden konnte. Das heißt, diese Listung im Official Journal diente bisher immer nur zur reinen Information für die Hersteller und nicht als juristische Bezugsquelle. Bisher war es auch immer so, dass rein fast nur CENELEC-Normen unter der Niederspannungsrichtlinie gelistet worden ist. Es wurde kein Anhang ZZ benötigt und es gab auch keine New Approach Consultants. Das Einspruchverfahren, falls die Marktüberwachung bestimmte Produkte gefunden hat, die entsprechend den Normen ausgeführt waren und diese Normen quasi als fehlerhaft erkannt worden ist, gab es ein sehr komplexes Einspruchverfahren. Unter der neuen Niederspannungsrichtlinie ist es nun so, dass es hier ein Rahmenmandat gibt, das heißt ein Normungsauftrag von der Europäischen Kommission an die Normungsorganisationen, hier Normen bereitzustellen. Diese Normen entsprechen, wenn jetzt bisherige Normen, die gelistet wurden, abgeändert wurden oder werden, beziehungsweise auch neue Normen, die erstellt werden, fallen letzten Endes unter diesen Normungsauftrag. Die Konformitätsvermutung ist nur mit letzten Endes dieser Listung im Official Journal nun gegeben und es können im Prinzip auch alle Normungsorganisationen hier Normen vorschlagen. Anhang ZZ, dieser Zusammenhang mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie, ist für die Normen erforderlich. Es wurde jetzt im Frühjahr eine Abfrage gemacht, das heißt, alle die bisher unter der Niederspannungsrichtlinie gültigen Normen wurden auch jetzt transferiert, sodass in dieser ersten offiziellen Liste auch die alten Normen mit hier aufgelistet sind und neue Normen, die jetzt entstehen oder Abänderungen von Normen, die bedürfen dann eines zusätzlichen Anhangs ZZ. Ja, und seit Anfang des Jahres sind auch die New Approach Consultants hier aktiv, die letzten Endes bei neuen Normen bewerten, ob die grundlegenden bzw. die Schutzziele der Richtlinie mit der Norm eingehalten werden. Das Einspruchverfahren, also das formelle Einspruchverfahren, erfolgt wie in den gesamten, ich sag mal, Rechtsrahmen über sogenannte Anfechtungen seitens der Mitgliedstaaten. Das heißt, Mitgliedstaaten offiziell hier von der Bundesregierung würden dann zentral in Brüssel einreichen, dass eine Norm Probleme bereitet. Das heißt, sie nicht den Schutzzielen entsprechend
ausgeführt ist, und diese würde dann in Europa beraten werden, ob es hier notwendig ist, diese Norm technisch zu überarbeiten. Ja, der Auftrag von der Europäischen Kommission bis zu einer harmonisierten Norm. Wie läuft das ab? Üblicherweise stellt die EU-Kommission eine Richtlinie oder Verordnung zur Verfügung. Diese Richtlinie wird auch teilweise schon im Entwurfsstadium den Normungsorganisationen zur Verfügung gestellt. Daraufhin wird meistens oder basierend darauf wird seitens der EU-Kommission ein Normungsauftrag erstellt. Dieser Normungsauftrag wird dann seitens der europäischen Normungsorganisation angenommen. Wir machen es seitens der DKE ja so, dass wir versuchen, frühzeitig Sie als Experten hier mit zu involvieren und Sie zu informieren, welche Inhalte des Normungsauftrages hier mit zu berücksichtigen sind. Dann erfolgt meistens in den, oder sollte erfolgen in den technischen Komitees ein Update des Arbeitsprogrammes. Das heißt, die technischen Komitees, die von diesem Normungsauftrag betroffen sind, prüfen hierzu ihr Arbeitsprogramm und erstellen dementsprechend neue New Work Items. Zum Beispiel die Überarbeitung einer Norm oder, wie es in bestimmten Feldern gibt, wenn jetzt ein neues Produkt auf den Markt kommt, auch einen Vorschlag für eine neue Norm. Diese Norm wird dann natürlich in der Arbeitsgruppe bearbeitet oder erstellt. Zusätzlich wird in dieser Arbeitsgruppe dann der Zusammenhang mit der Richtlinie, also in dem sogenannten Anhang ZZ, erstellt. Abschließend erfolgt ein Assessment des Consultants. Ja, dann zum Ende, wenn letzten Endes die Kommentierung der Norm durchgeführt worden ist und es ein abschließendes Abstimmverfahren gegeben hat, wird die Norm ratifiziert. Und nachdem sie ratifiziert worden ist, wird sie Veröffentlichung und letzten Endes der EU bzw. dem Officer von der EU-Kommission zur Listung vorgeschlagen und abschließend findet dann die Listung dieser Norm im Amtsblatt statt. Das wird meistens über eine elektronische Plattform durchgeführt. Man ist in Gesprächen derzeit, weil man ja in der Vergangenheit doch eine große Differenz hat zu dem Zeitpunkt, wann die Norm veröffentlicht worden ist, bis zur Listung im Amtsblatt, dass man hier zukünftig neue Mechanismen schafft, um möglichst zeitnah nach der Ratifizierung der Norm und der Befürwortung zur Listung, dass man sie auch möglichst schnell im Amtsblatt hier den Herstellern zur Verfügung stellt. Ja, Normungsaufträge der Europäischen Kommission. Letzten Endes wird das als ein Werkzeug benutzt, um technische Spezifikationen erhalten. Letzten Endes erhofft man sich hier eine Konkretisierung, eine technische Konkretisierung zu der Gesetzgebung, zu der Richtlinie. Und hier ist letzten Endes verschiedene Elemente mit integriert, damit letzten Endes hier zu einem Thema die Normung aktiv werden kann. Dieser Auftrag wird von der EU-Kommission erteilt, wird auch in den Mitgliedsländern abgestimmt und die Normungsorganisationen können diesen Normungsauftrag annehmen. Es gibt auch die Möglichkeit der Ablehnung. Die meisten Normungsaufträge, die wir jetzt in den vergangenen Jahren durchgeführt sind, sind fast immer angenommen worden, damit die technischen Experten hier dementsprechend die Normen erstellen können. Für den Rechtsrahmen ist dieser Normungsauftrag zwingend notwendig. Das heißt, ohne einen Normungsauftrag kann man unter dem NLF auch keine harmonisierte Norm erstellen. In vielen anderen Bereichen erfolgt es teilweise auch über sogenannte Implementing Decisions im Energielabelbereich. Und so werden ähnliche Verfahren hier verwendet,
wo letzten Endes dann auch über sogenannte Normungsaufträge hier eine Detaillierung, technische Detaillierung gewünscht wird. Ja, was enthält so ein Normungsauftrag? Erstmal grundlegend die juristische Bezugnahme und Begründung, warum dieser Normungsauftrag durchgeführt werden sollte, dann natürlich die Beschreibung des Auftrages. Hier findet man auch sehr oft auch schon einen Hinweis auf bestehende Normen bei IEC oder in Europa. Und die Institution, die hier mit der Normung betreut werden sollte, also erstmal generell welche Normungsorganisationen, aber auch welche technischen Komitees. Dann der Zeitrahmen für die Beantwortung der technischen Komitees. Diese sind oft sehr recht fordernd. Man hört immer wieder von den technischen Komitees, dass die Erstellung einer komplett neuen Norm und dem vorgegebenen Zeitrahmen sehr schwierig ist. Typische Zeitrahmen, die hier von der EU-Kommission vorgegeben werden, sind derzeit 18 Monate. Die Consultants, die eingesetzt werden, sind jetzt unter der Niederspannungsrichtlinie 3 Stück. Die sind in verschiedenen Bereichen eingesetzt worden, in den Haushaltsprodukten, in den Industrieprodukten und stehen jetzt komplett bis Ende 2017 zur Verfügung. Ende 2017 deshalb, weil die Finanzierung der Consultants bis zu diesem Zeitpunkt jetzt seitens der Kommission auch komplett gesichert ist. Welche Aufgaben haben die Consultants? Sie müssen die verschiedenen Elemente der speziell in der Niederspannungsrichtlinie, die wesentlichen Anforderungsschutzziele im Anhang 1 erläutern können. Und letzten Endes fungieren sie sehr stark als Beratung, ob das Arbeitsprogramm des technischen Komitees und aller relevanten Aspekte hier mit abgedeckt werden. Dann gilt es natürlich auch, dass sie kontrollieren, ob der Normenentwurf im Hinblick auf das Vorhandensein und Inhalt eines Anhangs ZZ auch übereinstimmend ist. Was oft missverstanden wird, diese Consultants haben keine Verantwortung hinsichtlich der Auswahl, welcher technischer Inhalt in einer Norm vorhanden sein soll. Sie können hier nicht letzten Endes ein Veto einlegen und sollten auch keine, ich sage mal, letzten Endes technische Expertise hier einbringen. Die Aufgabe der Consultants wirklich zu überprüfen, ob die Schutzziele gegeben von der Richtlinie in der Norm technisch mit abgedeckt werden. Die Consultants führen zwei Assessments durch. Das eine Assessment ist eine recht frühzeitige Einbindung, wo man letzten Endes prüfen kann, ob hinsichtlich hier noch Kommentare der Consultants gibt, die noch berücksichtigt bzw. eingearbeitet werden sollten. Also zum Beispiel die Consultants erkennen, dass ein Schutzziel bisher noch nicht in der Norm abgedeckt ist. Und so kann man über dieses sogenannte Indicate Assessment hier frühzeitig mal abfragen, wie eine Einschätzung der Consultants vorliegt. Das erfolgt typischerweise, wenn man in einem frühen Entwurfsstadium einer Norm ist. Beispielsweise man hat ein CD bei IEC oder man hat so einen ersten Draft in der Europäischen Arbeitsgruppe erstellt. Dann das Formal Assessment. Hier geben die Consultants eine Abschätzung oder ein Assessment ab. Es ist ein Assessmentbogen, den von den Consultants ausgefüllt wird, wo dann ganz klar gesagt wird, inwieweit hier die Schutzziele mit abgedeckt sind oder nicht. Das Besondere jetzt ist, was man jetzt beschlossen hat, dass man vor der finalen Abstimmung in den nationalen Komitees, man sowohl den Komitees als auch den nationalen Organisationen hier das Assessment zur Verfügung stellt. Das heißt, bevor das Voting abgelaufen ist, können Sie auf jeden Fall sehen, wie der Consultant hier abgestimmt hat. Das werden wir von der DKE dementsprechend dann auch immer bereitstellen in den Gremien, so dass Sie eine gute Information darüber haben, wie der Consultant letzten Endes über die Norm letzten Endes das Assessment entschieden hat. Was passiert bei einem negativen Assessment? Ist eine sehr häufige Frage, die wir immer erhalten haben aus den technischen Gremien.
Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Grundlegend sollte man natürlich darauf bedacht sein, hier eine Einigung zu finden. Das heißt, wenn es Kommentare gibt von dem Consultant, dass der im TC beraten wird und entsprechend hier sieht, inwieweit man die Anforderungen mit berücksichtigen kann. Später kommen wir auch noch dazu, wie so etwas direkt auf IEC-Ebene durchgeführt werden kann, weil wir ja in der Elektrotechnik fast 80% der Normen bei der IEC erstellen. Ja, und eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass hinsichtlich, wenn es keine Einigungen gibt, dass das Problem weiter an BT gegeben wird, also im technischen Büro, dem Lenkungsgremium von Zenelec, um dort eine Entscheidung einzuholen. Also wenn zum Beispiel die Experten sagen, wir brauchen jetzt die Norm unbedingt und eine Listung oder beziehungsweise die Kommentare der Consultants sollen in einem zukünftigen Amendment dann erst erscheinen, dann kann man hier die Norm auch direkt ratifizieren und dementsprechend später die Harmonisierung vorantreiben. Ja, wie bereits gesagt, die Consultants haben kein Vetorecht bei der Veröffentlichung einer Norm. Das heißt, wenn die Experten in den nationalen Komitees sich einig sind und hier eine Veröffentlichung einer Norm vorschlagen, die dann auch nicht erst gelistet werden sollen, dann ist das jederzeit möglich. Letzten Endes, auch wenn die Consultants ein positives Assessment gibt, obliegt der EU-Kommission hier die finale Entscheidung, ob die Norm gelistet werden soll oder nicht. Es gab auch schon umgekehrte Fälle, wo zum Beispiel ein negatives Assessment trotzdem dann von der EU-Kommission entschieden worden ist, dass diese Norm dann gelistet werden soll. Wie ist der Normungsablauf? In reinen Zenelec-Projekten, sogenannten Homegrowns, wird im Antragsstadium das TC überprüft letztendlich die Anforderungen, erstellt ein New Work Item Proposal und nimmt damit auch oft Bezug zu einem Normungsauftrag bzw. zu der jeweiligen Richtlinie, entscheidet dann letzten Endes, welche betroffenen Normen überarbeitet werden müssen und erstellen hier dann auch den Anhang ZZ. Diese oftmals gedachte Funktion, dass der Anhang ZZ durch das Zentralsekretariat erstellt wird, ist nicht der Fall. Letzten Endes sind die technischen Experten auch dafür verantwortlich, was in dem Anhang ZZ steht, weil sie letzten Endes hier eine Information geben, wie der Zusammenhang zwischen der Norm und der Richtlinie besteht. Im Entwurfsstadium kann dann, wie gesagt, das TC ein sogenanntes Indicative Assessment beantragen, wo letzten Endes der Consultant hier mal einen Blick drüber werfen kann, inwieweit die Anforderungen der Richtlinie erfüllt werden. Im Entwurfsstadium, wenn letzten Endes Entwurf dann wirklich zur Abstimmung steht, wird auch das Formal Assessment gemacht. Wie gesagt, das Formal Assessment läuft vor der Abstimmung und wird auch dementsprechend den nationalen Komitees zur Verfügung gestellt. Wichtig ist zu wissen, dass im Falle, wenn alle Länder 100% bei Zenelec zustimmen, würde dieser Entwurf direkt ratifiziert werden und als EN veröffentlicht werden. Das heißt, hier ist es extrem wichtig auch zu wissen, dass wenn man technische Kommentare in diesem Entwurfsstadium hat, sollte man mit Nein stimmen. Ansonsten würden diese technischen Kommentare nämlich nicht berücksichtigt werden. Und diese Regelung ist jetzt seit einem Jahr gültig und ist wirklich wichtig zu beachten, dass es heißt nicht, wenn man jetzt hier mal mit Nein abstimmt, dass man gegen diese Norm ist, sondern letzten Endes trägt man dafür Sorge, dass technische Kommentare dann auch berücksichtigt werden. So, Kevin, ich würde gerne an dieser Stelle gerade mal zwei Fragen an dich weitergeben. Eine Frage kam, ob harmonisierte Normen offiziell mit HEN abgekürzt werden. Ja, wir haben diesen Begriff extra hier mal mit aufgenommen.
Es ist diese Abkürzung mit kleinen H, E, N, ist ein Begriff, der sehr stark von der Kommission verwendet wird. Offiziell hinsichtlich Zenzenlec existiert er nicht, aber man sieht diesen sehr, sehr oft in Kommissionspapieren und deswegen haben wir Ihnen den mal mit zur Information zur Verfügung gestellt. Oftmals sollte man auch berücksichtigen, dass dieses Wortlaut harmonisierte EN ist sehr oft immer verstanden worden, dass diese EN in allen Mitgliedstaaten gültig ist. Letzten Endes gilt es aber harmonisierte EN als Begrifflichkeit, dass diese EN unter einem Rechtsrahmen Bezug findet und man damit diese Harmonisierung letzten Endes abschließt. Dann haben wir eine weitere Frage. Und zwar kam die Frage auf, ob diesen Ablauf, den wir hier beschreiben, ob das auch für andere Richtlinien gilt oder jetzt speziell ein Ablauf oder ein Verfahren ist unter der LWD. Die Verfahren sind grundsätzlich für alle Richtlinien unter dem New Approach gültig. Es gibt Sonderfälle, die auch außerhalb der elektrotechnischen Produkte liegen, zum Beispiel diese Bauproduktenrichtlinien, die ja momentan für sehr, sehr viele Diskussionen in Europa sorgt. Ähnlich läuft es auch ab im Bereich des sogenannten Energielabeling. Hier wird aber sehr, sehr stark nicht nur mit reinen, ich sage mal, Regulations oder Directives, sondern auch mit sogenannten Commission Implementation Decisions gearbeitet, wo auch sehr stark schon ein technischer Bezug in den Dokumenten geschaffen wird. Im Prinzip aber letzten Endes mit Anhang ZZ ist das bei allen gleich. Die Anhang ZZ sind auch für jede Richtlinie auf der Webseite dementsprechend erfasst. Das heißt, für die jeweiligen Richtlinien, die Anhang ZZ sind dort speziell aufgelistet, sodass man weiß, für welche Richtlinie auch welcher Anhang ZZ zu verwenden ist. Dann kam hier noch eine Frage, die ich direkt gerade weiterleiten möchte. Und zwar ist die Frage, an wen richtet sich der Anhang ZZ? An den Consultant oder an den Normennutzer? Der Anhang ZZ ist eigentlich für den Normennutzer gedacht. Das heißt, letzten Endes kann er hieraus erkennen, inwieweit diese Norm die kompletten Anforderungen der Richtlinie erfüllt. Der Titel unseres Vortrags weist ja auch so ein bisschen darauf hin, wie kann man so etwas letzten Endes für eine Konformitätsvermutung benutzen. Letzten Endes ist es so, wenn Sie Normen aus dem Amtsblatt benutzen und darauf hinweisen in Ihrer Herstellererklärung, können Sie letzten Endes hier mit der Vermutungswirkung, wenn natürlich in der Norm nicht alle Elemente abgedeckt sind, das ist auch möglich, wissen Sie auf jeden Fall, dass Sie hier zusätzliche Maßnahmen für ein Produkt schaffen müssen und dahingehend sind die Informationen in diesem Anhang ZZ gedacht, dass letzten Endes der Anwender weiß, okay, diese Norm erfüllt alle Anforderungen der Richtlinie oder nur Teilanforderungen und ich muss dann hier noch die zusätzlichen Anforderungen der Richtlinie in meinem Produkt noch mit, ich sag mal, anderen Maßnahmen oder eventuell anderen harmonisierten Normen erfüllen. Neben dem Normungsablauf bei den sagen wir, reinen Zenelec-Normen ist es natürlich sehr, sehr interessant, wie kann man dieses komplette System mit dem Anhang ZZ auf IEC-Ebene machen. Hier haben wir natürlich zwei Szenarien. Das eine Szenario ist natürlich, dass wir in Europa ein Gremium haben, was auch aktiv ist. Das heißt letzten Endes ein Spiegelgremium zu den IEC-Aktivitäten. Und hier kann letzten Endes das Zenelec TC den Bezug überprüfen zu diesem Normungsauftrag beziehungsweise zu der Niederspannungsrichtlinie und kann hierbei dann feststellen, inwieweit eine IEC-Norm hier mit berücksichtigt worden ist. Typischerweise sollte hinsichtlich des Anhang ZZ
dieser dann bei der IEC erstellt werden. Das klappt in manchen Komitees sehr gut, weil auch internationale, sagen wir, Experten aus USA, Kanada natürlich Interesse haben, dass die Norm letzten Endes hier auch in Europa dann unter dem Rechtsrahmen fällt. Es gibt aber auch Fälle, wo dann die Sekretäre auf IEC-Ebene recht strikt sind. Hier müssen dann die Europäer sich entweder separat zusammensetzen oder auf CENELEC-Ebene in einer Arbeitsgruppe prüfen, inwieweit man einen guten Anhang ZZ zu der IEC-Norm erstellt. Genauso geht man dann hier vor, dass man letzten Endes versucht, den CD mal vorab zu prüfen, inwieweit die Schutzziele erreicht werden bzw. erfüllt werden. Und das formelle Assessment wird dann letzten Endes in dem Parallelverfahren CDV dann mit abgeprüft. Derzeit sind wir am Prüfen, inwieweit wir automatisiert CDs von der IEC bei CENELEC den Consultants zur Verfügung stellen. Wenn wir dementsprechende Rückinfos von der IEC bekommen, werden wir sie natürlich hier in einem Rundschreiben und auch unsere Referenten hier im Hause informieren, sodass sie in den Gremien Bescheid wissen, dass sie hier keine zusätzliche Arbeit machen müssen, sondern wir einen Automatismus haben. Weil das Parallelverfahren, was ja definiert ist im sogenannten Dresdner Abkommen zwischen IEC und CENELEC, startet erst beim CDV. Das heißt, zum Zeitpunkt des CDs hat CENELEC direkt keine Information, welche Inhalte hier in der Norm drin sind. Und aus dem Grund, weil jetzt wir in diesen neuen Rechtsrahmen reinfallen, möchten wir aber ganz gerne, dass wir hier eine frühzeitige Verbindung zwischen den Aktivitäten der IEC und des New Approach Consultants schaffen. Ja, auch bei IEC ist es so, dass wenn der CDV zu 100% angenommen wird, es hier der FDIS übersprungen wird. Wir haben dann letzten Endes eine 60.000 oder 80.000er Nummer, die letzten Endes dann hier auch angeboten wird und zur Listung vorgeschlagen. Zu Ihrer Information, ca. 1000 Normen derzeit basieren auf IEC-Normen, die unter der Niederspannungsrichtlinie gelistet sind. Hier kommt noch eine Frage rein. Wir haben ja hier unten stehen Listungen im Amtsblatt der Europäischen Kommission. Wie oft wird das denn im Jahr veröffentlicht, aktualisiert das OJ? Das ist in den verschiedenen Direktoraten bei der Kommission unterschiedlich. Es gibt eine Direktionate, die machen das viermal im Jahr, andere machen das drei- oder zweimal im Jahr. Wie anfänglich erwähnt, ist ja momentan eine größere Diskussion zwischen der Industrie, Normungsorganisationen am Laufen, dass man hier sich eine Verbesserung wünscht, dass man hier eine zeitnahe Listung läuft, dafür dabei laufen noch die Gespräche. Wir sind sehr, sehr bewusst und Sie als technische Experten haben uns ja mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Listung recht spät erfolgt. Mittlerweile gibt es eine elektronische Plattform, wo das der Kommission direkt zur Verfügung gestellt wird. Wir sind auch derzeit immer auf der Suche, falls eine Norm nicht gelistet werden wird, woran liegt es? Liegt es nur an einer Übersetzung? Liegt es daran, dass der Officer hier noch Probleme hat? Das heißt, wir sind sehr darauf bedacht, dass hier eine zeitnahe Listung erfolgt. Aber derzeit ist es so, dass man mit, sagen wir mal, zweimal im Jahr ist der Regelfall bei den Richtlinien, dass hier eine Listung und eine Aktualisierung des Official Journals erfolgt. Ja, der Normungsablauf bei IEC-Projekten, falls es kein technisches Gremium auf europäischer Ebene existiert, zu diesem Zweck haben wir in CENELEC sogenannte Berichtersekretariate eingerichtet. Diese Berichtersekretariate werden durch die nationalen Komitees gehalten. Wir als DKE halten ca. 35 Berichtersekretariate und spiegeln hiermit letzten Endes so ein bisschen die IEC-Arbeit in den europäischen Raum. Und wenn es hier, ich sag mal, Probleme oder Diskussionsbedarf gibt,
können wir das im europäischen Umfeld direkt führen. In einem Fall jetzt mit einer harmonisierten Norm oder einer Norm, die harmonisiert werden sollen, ist es so, dass natürlich die Berichtersekretariate hier überprüfen sollten, die New Work Item Proposals, die bei der IEC laufen, ob hier ein Bezug zu der Richtlinie herrscht. Typischerweise würde hier der DKE-Referent zu diesem Zeitpunkt mit den technischen Experten in dem Gremium genau dieses beraten, inwieweit man hier anstoßen sollte, dass diese Norm auf IEC-Ebene dann auch letzten Endes später unter der Niederschwellenrichtlinie als Beispiel gelistet werden soll. Wenn dann diese Norm überarbeitet wird, würde dann dieses Berichtersekretariat organisieren, dass man hier in Europa einen sogenannten Anhang ZZ erstellt. Das kann manchmal so laufen, dass ein paar Experten sich treffen, dass ein Gremium, ein nationales Gremium einen Vorschlag macht oder auch, dass einfach gesagt werden, okay, die europäischen Experten bei IEC, die setzen sich im Rahmen eines IEC-Meetings nochmal einen zusätzlichen halben Tag hin und beraten das. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie es momentan praktiziert wird. Da müssen Sie oder können Sie in Ihrem Umfall auch mit den Kollegen dann abstimmen, wie letzten Endes man hier am besten vorgeht. Auf jeden Fall, das Berichtersekretariat sollte hier eine Überwachung machen, damit gewährleistet wird, dass auch diese Norm rechtzeitig harmonisiert wird. Kevin, wie ist das mit einer Norm, die die beispielsweise nicht alle wesentlichen Anforderungen, die im Anhang 1 beschrieben sind, abdeckt? Kann diese Norm kann die auch harmonisiert werden? Ja, das ist möglich. Und zwar gibt es drei Möglichkeiten. Entweder beschreibt man im Anhang ZZ, dass die Norm alle Elemente erfüllt, alle bis halt zum Beispiel auf bestimmte Elemente, die nicht erfüllt werden. Oder man sagt direkt, okay, diese Norm erfüllt nur die und die Elemente. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass eine Norm alle Elemente immer abdecken muss. Zu dem Format des Anhang ZZ kommen wir gleich noch. Dort gehe ich da auch nochmal im Detail darauf ein. Ja, im Prinzip bei den Berichtersekretären läuft es genauso ab. Mit dem indikativen und formalen Assessment. Wichtig ist natürlich hier, dass auch hier der Anhang ZZ organisiert wird, rechtzeitig organisiert wird, sodass man hier mögliche Kommentare von dem Consultant erhält. Wir haben hier versuchen auch praktische Erfahrungen aus dem Maschinenrichtlinienbereich. Die Maschinenrichtlinie ist ja 2006 eingeführt worden. Hier laufen ja auch sehr viele Projekte bei ISO zentral auf internationaler Ebene ab. Und auch hier haben die Experten in der Vergangenheit so vorgegangen, dass wenn kein europäisches Gremium hier existiert, man frühzeitig den Consultant einbindet, um letzten Endes die Rückantworten auch auf internationaler Ebene direkt dann zu beraten. Ja, der Anhang ZZ, wir haben die Formatvorlagen dazu. Ihnen den Link mit hier auf die Folien gemacht, können Sie auch jederzeit bei unseren Referenten oder auch bei uns hier erfragen. Diese Vorlagen gibt es in Deutsch, Englisch und Französisch, weil wir eine Dreisprachigkeit hier bei Zenelec haben. Das Besondere an diesem Anhang ZZ ist, dass er in drei Spalten untergliedert ist, das heißt, unter der Niederschwellenrichtlinie sind die Sicherheitsziele der Richtlinie in der einen Spalte drin. Dann die Unterabschnitte, die zugehörigen Unterabschnitte sind dann in der zweiten Spalte. Und falls man zusätzliche Anmerkungen machen möchte, hat man eine dritte Spalte. Es gibt die Möglichkeit und diese Option, dass man nicht die kompletten Zeilen auch nutzen muss. Das heißt, unter der Niederschwellenrichtlinie könnte man 10 Zeilen benutzen, weil es gibt hier 10 Sicherheitsschutzziele. Es gibt aber hier die Möglichkeit, in einer Spalte zu schreiben, dass die Norm alle Schutzziele abdeckt. Das kann man dann in der ersten
Spalte machen und würde dann nur noch konkret sagen, okay, alle Schutzziele sind dann in den Unterabschnitten 3.3 bis 3.7 als Beispiel abgedeckt. Das heißt, man muss hier nicht im Detail angeben nach jedem einzelnen Schutzziel. Es ist aber so, dass wir aus der Erfahrung raus sehen, auch wie Consultants die Norm bewerten, dass umso detaillierter man den Anhang ZZ macht, man auch wesentlich besser darstellen kann gegenüber dem Consultant, dass man hier dementsprechend auch die Schutzziele berücksichtigt hat. Wie ist das denn nun, wenn ich bereits ein FDIS habe auf IEC-Ebene und das auch im Parallelverfahren läuft, wir aber die Norm harmonisiert haben möchten unter der neuen LVD? Wenn hier es bisher noch kein Assessment gab und diese jetzt genau in diesen Zeitraum reinfällt, hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, okay, wir verzögern jetzt die Publikation in Europa und machen erst noch den Anhang ZZ fertig und machen jetzt das Assessment. Oder man sagt, okay, die Norm ist so wichtig und dringend für den Marktgebrauch. Das heißt, die Norm, wenn die im Parallelverfahren läuft, dass sie dann auch als EN erstmal veröffentlicht wird und dann letzten Endes den Anhang ZZ nacharbeitet und diesen dann nachträglich dann nochmal in eine Abstimmung gibt über ein Amendment, so dass man dann die Norm mit dem Anhang ZZ letzten Endes dann zur Harmonisierung vorschlagen kann. Hier kommt noch die Frage, wer denn prüft, ob die Schutzziele in der Norm abgedeckt werden oder inwieweit sie abgedeckt werden? Diese Prüfung oder diese Bezugnahme, das ist eigentlich die Kernaufgabe des Consultants. Das heißt, er schaut sich letzten Endes an, anhand des Anhang ZZ, die Kapitel, die dort ausgewählt worden sind, mit den jeweiligen vorgegebenen Schutzzielen, ob das hier erfüllt worden ist. Das heißt, das ist eigentlich die zentrale Aufgabe des Consultants, hier zu schauen, inwieweit die Schutzziele der Richtlinie in der Norm abgedeckt wurden. So, und wie ist das, wenn ich jetzt eine Norm habe, die beispielsweise unter Ökodesign fällt und unter die Low Voltage Directive? Ist das, muss ich dann zwei Anhang ZZ machen? Ja, das heißt, für jede Richtlinie, die hier in Bezug genommen wird, gibt es einen Anhang ZZ. Das heißt, man würde dann über ZZA, ZZB, ZZC, also wir haben tatsächlich Fälle, wo drei Richtlinien hier in Bezug genommen werden. Also neben der Niederspannungsrichtlinie ist ja häufig auch die EMV-Richtlinie, die betroffen ist. Das heißt, man hat hier durchaus mehrere Anhang ZZ, die dann die Bezugnahme zu der jeweiligen Richtlinie dort auflistet. Ja, und die Frage, die immer wieder aufkam, ja, wie kann ich denn gut und effizient einen Anhang ZZ erstellen? Denn ich hatte ja bereits eingangs erwähnt, diese Sicherheitsschutzziele in diesem Anhang 1 der Niederspannungsrichtlinie, die sind ja recht weit, sagen wir mal, weit definiert. Und dafür haben wir benutzen wir ein Werkzeug, einen sogenannten Guide. Dieser Guide 32 ist letztens ein Leitfaden zur Sicherheits- und Risikoanalyse und Risikominderung von Niederspannungsgeräten. Dieser Zenelec Guide 32 ist aber nicht etwas, was wir letztens in Europa neu geschaffen haben. Dieser Guide ist die Übernahme des IEC Guides 116. Das heißt, im Prinzip haben wir sowohl bei Zenelec als auch bei IEC die gleichen Grundlagen hier. Dieser Guide beinhaltet eine Checkliste. Anhand dieser Checkliste kann man eigentlich gut überprüfen, inwieweit
die Sicherheits- und Schutzziele in meiner Norm abgedeckt sind und kann dann diese Elemente sehr gut dann nutzen, um meinen Anhang ZZ zu erstellen. Wir haben das versucht, hier auf dieser Folie mal grafisch darzustellen. Das heißt, üblicherweise, wenn ich eine Norm habe, prüfe ich die gegen meine Checkliste von Anhang D des Guides mal dagegen. Schaue, ob hier die notwendigen Elemente mit abgedeckt sind und falls sie nicht mit abgedeckt sind, warum sie nicht mit abgedeckt sind. Und diese Informationen kann ich dann letzten Endes in dem Anhang ZZ bereitstellen und kann auch diesen Anhang D-Checkliste im Falle, dass der Consultant hier nähere Informationen benötigt, dem Consultant zur Verfügung stellen. Das ist dahingehend sehr hilfreich, dass Sie dem Consultant direkt auch nachweisen können, dass Sie hier letzten Endes eine notwendige Sorgfalt auch berücksichtigt haben. Diese Zenelec Guide 32 ist aber auch generell recht interessant für Produkthersteller, weil sie hier ein sehr guter Leitfaden auch bei der Produktentwicklung mit gegeben wird. Das heißt, generell die Verfahren mit der Risikoanalyse und Risikominderung von Niederspannungsgeräten können hier sehr gut mit benutzt werden. Hier kam noch eine Frage, ob ein Anhang ZZ denn außerhalb einer Norm eingesehen werden kann. Also der Anhang ZZ ist ein fester Bestandteil der Norm. Es ist so, dass natürlich momentan Diskussionen gibt seitens der Kommission, dass man sich hier wünscht, dass so etwas wie der Anhang ZZ auch letztendlich auf der Homepage-Seite der Kommission oder auf den Normungsinstituten zur Verfügung steht, kostenfrei zur Verfügung steht. Derzeit ist es aber nicht geplant, aber eine Diskussion befindet sich hier, dass man den Anhang ZZ wie eine Art separiert oder in der Harmonisierungsliste mit zur Verfügung stellt, zum Beispiel als Extra-Link, um hier diese Informationen bereitzustellen. Aber derzeit ist es so, dass dieser nicht von der Norm separiert wird und auch nicht in der Form separat erhältlich ist. Dann kam noch eine Frage, ob es möglich ist oder vorgesehen ist, den Consultant neben dem Anhang ZZ weitere Informationen als Grundlage für sein Assessment zur Verfügung zu stellen. Ja, als Beispiel hatte ich gesagt, genau von diesem Guide 32, dieser Anhang D, den kann man als eine Art Checkliste benutzen und diesen Anhang D könnte man dann auch dem Guide, dem New Approach Consultant zur Verfügung stellen. Dieser Zenelec Guide 32 können Sie gerne über uns beziehen, der ist kostenfrei, der ist aber auch über die Zenelec Homepage direkt herunterladbar. Das heißt, der steht jedem technischen Experten zur Verfügung. Hier kommt gerade die Frage, ob der Zenelec Guide 32 auch in Deutsch erhältlich ist. Derzeit ist er nur in Englisch erhältlich. Aber wir nehmen natürlich gerne diese Anforderungen mit auf und werden dann dementsprechend prüfen, inwieweit wir hier auch eine deutsche Übersetzung den Experten zur Verfügung stellen. So, dann noch eine Frage. Wer bestimmt eigentlich die Consultants und wie viele sind an einem Assessment beteiligt? An einem Assessment ist immer nur ein Consultant beteiligt. Die Consultants werden durch ein sogenanntes Gremium bestimmt, was aus letzten Endes technischen Experten, dann meistens dem Vizepräsidenten Technik von Zenelec und Vertretern von der EU-Kommission
besteht. Das heißt, die Consultants müssen sich offiziell bewerben, werden dann zu einem Art Bewerbungsgespräch eingeladen und darauf werden die Consultants dann überprüft bzw. dann auch ausgewählt. Ja, kurz mal einen Blick in diesen sogenannten Guide 32. Hier sind unter anderem auch die interpretative Prozess dargestellt, wie man letzten Endes eine Risikoanalyse und eine Risikoreduktion vorstellen kann. Wie gesagt, wir informieren sehr gerne über diesen Guide. Wir stellen fest, umso mehr Leute diesen Guide verwenden, umso hilfreicher ist es, nicht nur in dem Zusammenhang mit der Erstellung des Anhang ZZ, sondern auch generell mit den Risiken und den Schutzzielen, die in der Niederspannungsrichtlinie erstellt worden ist. Grundsätzlich ist ja immer so, inwieweit kann man nur Risiken minimieren, komplette Risiken ausschließen, ist ja oftmals aus bestimmten Gründen nicht möglich. Letzten Endes muss man diese Risiken aber sauber erfassen und dann auch dokumentieren. Ja, hier als Beispiel Ihnen auch, wie dieser sogenannte informative Anhang G aussieht. Also hier hat man unterschiedliche Anforderungen mit integriert. Hier kann dann jeweils das technische Gremium überprüfen, inwieweit diese Anforderung relevant ist für meine Produktnorm und in welchem Kapitel das dementsprechend abgedeckt ist. Wie Sie natürlich sehen, sind hier natürlich auch Themen mit dabei, die zum Beispiel in das Feld von EMV führen. Speziell für das EMV gibt es aber einen eigenen Guide, wie letzten Endes hier harmonisierte Normen bzw. Bezugnahmen erstellt werden kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich hier hilfreich zu sehen, okay, wenn es hier Risiken gibt, dass man die dementsprechend erfasst hat. Sie sehen hier auch, dass hier nicht nur rein elektrotechnische Risiken aufgeführt sind, sondern noch eine Vielzahl an anderen der Risiken, also sei es nur wenn jetzt mechanische Dinge, Akustik, Noise, also letzten Endes Geräusche, Temperaturempfindlichkeiten, was könnte da passieren, dass das alles mit berücksichtigt wird. Ja, wir haben versucht, Ihnen hier mal so Schritte für einen erfolgreichen Annex ZZ für die Niederspannungsrichtlinie aufzulisten. So der erste Schritt ist, dass man halt mal generell überprüft, ob man alle relevanten Risiken identifiziert haben, unter Berücksichtigung des Anwendungsbereichs des NORMS und welche Risiken signifikant sind. Dann generell, ob für alle signifikanten Risiken auch geeignete Maßnahmen zur Risikoreduzierung beschrieben werden. Überprüfung, ob die Maßnahme zur Risikoreduzierung verifiziert werden kann. Hier, wie gesagt, kann man dieses auch dann mit dem Guide 32, mit diesem Anhang nutzen. Im Maschinenbaubereich ist dieser sogenannte ZEN Guide 414 zur Anwendung. Das heißt, wenn Sie Ihre Norm unter der Niederspannungs- und Maschinenrichtlinie haben, haben Sie eigentlich hier mit den zwei Guides ganz gute Hilfsmittel an der Hand. Und dann natürlich als letzter Schritt zu überprüfen, ob die beschriebenen Maßnahmen auch zu den Anforderungen der EU-Richtlinie im Anhang ZZ aufgeführt sind, um letzten Endes hier dann auch den Nachweis zu erbringen, dass man die Sicherheitsziele der Richtlinie mit berücksichtigt hat. Ja, wenn es eine negative Bewertung durch den New Approach Consultant gibt, wie geht man hier am besten vor? Hier kann man, wenn man ein existierendes TC hat, kann man so vorgehen, dass man halt sagt, okay, die Norm wird als EN veröffentlicht und dann wird ein Amendment erstellt, die dann diese zusätzlichen Anforderungen bzw. den Konflikt dann letzten Endes auflösen und hier notwendige, ich sag mal, Zusätze dann mit reinbringen. Bei IEC im Parallelverfahren wäre es dann so,
dass man hier als europäisches Gremium sagen kann, okay, die Anforderungen, die wir in Europa haben, sind höher als in der weltweiten Normung. Das haben wir gerade in bestimmten Bereichen der Normung, zum Beispiel Haushaltsgeräte, sehr oft, so dass man hier sogenannte Common Modifications erstellt. Das heißt, zusätzliche Abänderungen basierend auf der IEC-Norm, die werden dort in die Norm mit integriert und dann mit der IEC-Norm als Basis dann veröffentlicht. Oder letzten Endes die Möglichkeiten, wenn man kein TC hat, dass man das auch wieder über das IEC-Projekt versucht, mit einer Abänderung dementsprechend zu integrieren. Oder es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, dass die Europäer dann speziell für diesen Fall ein Projekt starten, wo man auch hier Common Modifications macht. Dieses würde dann aber in keinem festen TC erfolgen, sondern man würde hier so eine Art Projektgruppe, man spricht hier von einer BT Taskforce, gründen, um genau diese Anforderungen dann letzten Endes umzusetzen. Genau. Ein wichtiges Thema ist, was wir immer empfehlen, solange man frühzeitig die Consultant einbindet, sollte dieses Problem nach Möglichkeit nicht entstehen. Falls doch, dann bieten wir Ihnen als Geschäftsstelle von der DKE natürlich gerne Unterstützung an, wie man in den konkreten Fällen dann auch dann vorgehen kann. Auch besonders in den Fällen, wo wir kein Sekretariat haben, das ist einer von unseren Aufgaben natürlich hier für Sie mit unseren europäischen Kollegen, sei es wenn jetzt ein französischer Sekretär oder ein italienischer Sekretär ist, dass wir hier mit den anderen Normungsorganisationen Kontakt aufnehmen, um möglichst schnell hier eine Lösung zu finden. Ja, ich bin damit am Ende meiner Ausführungen, möchte mich erstmal recht herzlich bei Ihnen als Zuhörer bedanken. Ich werde jetzt noch Frau Petermann fragen, ob es noch zusätzliche Fragen gab. Ich hoffe, wir konnten Ihnen soweit die wesentlichen Elemente hier erklären, informativ erklären. Und falls es noch von Ihrer Seite Fragen gibt, stehen wir natürlich gerne von der DKI Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ja, tatsächlich. Ich habe noch hier zwei, drei Fragen offen. Und die erste Frage ist, wie läuft denn ein Antrag zur Harmonisierung konkret? Über wen wird dieser Antrag zur Harmonisierung abgewickelt? Dieser Antrag zur Harmonisierung, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn Sie jetzt gerade im Beginn eines Projektes feststellen, ja, diese Norm, die fällt aber unter eine bestimmte Richtlinie, wir müssten hier eine Harmonisierung machen, dann können Sie uns natürlich jederzeit darüber informieren. Wir würden das dann auf europäischer Ebene dann dementsprechend die Kollegen informieren und hier darüber beraten, ob wir sie dann in dem jeweiligen Normungsprogramm dann mit aufnehmen. Wenn man es nachträglich feststellt, auch das können wir hier machen. Das heißt, wir haben natürlich jederzeit die Möglichkeiten, wenn bestehende Normen existieren, die jetzt so abgeändert werden, dass sie unter eine bestimmte Richtlinie fallen. Auch hier könnte man nachträglich dann gerade im Speziellen unter der Niederspannungsrichtlinie hier eine Harmonisierung vornehmen. Diese Harmonisierung selber zuständig ist dann letzten Endes die Kommission, geleitet natürlich über das CCMC, die diese Informationen dann auch zentral weiterleiten. Dann kam im Laufe des Vortrags noch die Frage, wie denn eine Norm verzögert werden kann. Das ist natürlich eine recht interessante Frage, weil das natürlich sehr stark in die Normungspolitik geht. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich grundlegend ist natürlich, wenn man die Norm verzögern möchte,
kann man das natürlich immer über eine negative Abstimmung. Die Frage, die sich natürlich, wenn man das natürlich speziell wegen des Anhangs ZZ machen möchte, dann kann man natürlich einen Antrag machen, um zu sagen, dass man hier noch zusätzliche Zeit benötigt. Das heißt, hier kann man bis zu 9 Monate Verlängerung beantragen für die Norm, damit dementsprechend hier der Anhang ZZ oder andere Dinge in die Norm noch einfließen können, um diese letzten Endes fertigzustellen. Nadine, es geben noch weitere Fragen, habe ich gesehen. Genau, es war noch hier die Frage, gibt es eine einheitliche Form wie die CE-Erklärung bezüglich der Niederspannungsrichtlinie, wie die Risiken aussehen sollen? Bezüglich der CE-Erklärung, hier kann ich eben nur empfehlen, auch zum Beispiel den ZVI zuzugeben, der hier natürlich hinsichtlich der Herstellererklärung die Unternehmen berät, seitens von uns hier von der Normungsorganisation bzw. zentral in Europa gibt es keine einheitliche Form, wie hier auch eine Herstellererklärung entsprechend auszufüllen ist. Gab es hier noch die Frage, wo gibt es eine Übersicht über die Kontakte, über die ich eine Norm nach deren Erstellung zur Ratifizierung einreiche? Diese Norm wird immer automatisch eingereicht. Das heißt, hier ist eigentlich nicht notwendigerweise nochmal ein separater Kontakt. Sie werden natürlich über uns, über den Dokumentenserver informiert, wenn es hier Abstimmungen gibt. Zentral wird das natürlich alles eingeleitet über das Zentralsekretariat CCMC in Brüssel. So, vielen Dank, Kevin, für deinen Vortrag, für die Erklärung. Ich hoffe, wir konnten soweit alle Fragen beantworten. Falls noch Fragen sind, haben Sie unsere Kontaktdaten und können gerne noch weitere Fragen stellen. Der Link mit der Aufzeichnung wird Ihnen zur Verfügung gestellt, sodass Sie sich in Ruhe auch alles nochmal anschauen können. An dieser Stelle würde ich mich gerne verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch von meiner Seite, und ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag soweit gefallen. Vielen Dank.